Baureihe 185.2 Einführung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Wir werden uns heute ein wenig um die 185-370-4 kümmern. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb einer BR-185.2 Elektrolokomotive geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir mit Ihnen über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Frachtbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, wir sind bereit, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal hinein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. So. In dieser Einführung werden Sie den Zug über eine kurze Distanz fahren und an einen kurzen Güterzug ankuppeln. Als erstes müssen wir natürlich den Fahrtrichtungsschalter einstellen. Dieser gibt die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen. Diese Lokomotive besitzt drei Bremssysteme: die direkte Bremse, das Führerbremsventil und die elektrische Bremse. Die direkte Bremse wendet die Druckluftbremse ausschließlich auf die Lokomotive und nicht auf die Wagen an. Dies wird hauptsächlich beim Rangieren benötigt. Sie können diese Steuerung aber erst einmal ignorieren, bis Sie sich eingewöhnt haben. Das Führerbremsventil wendet die Druckluftbremsen auf die Lokomotive und die Wagen an. In den meisten Fällen werden Sie diese Steuerung benutzen, um den Zug zu verlangsamen. Die elektrische Bremse nutzt die Fahrmotoren, um den Zug ohne Zuhilfenahme der Druckluftbremsen zu verlangsamen. Sie können diese Bremse nutzen, wenn Sie Ihre Geschwindigkeit bei einem steilen Gefälle verwalten müssen. Dieser Zug ist bereit zum Fahren. Lösen Sie die Zugbremsen und verwenden Sie den Fahrschalter, um etwas Leistung aufzuschalten und den Zug in Bewegung zu setzen. So, auf geht's. Geht natürlich gut ab ohne Wagen, ist klar. Das Ausrollen ist eine Methode. Das kennen wir schon. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, nutzen Sie das Führerbremsventil, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Dieser Zug ist Teil der Bombardier Trax-Familie, einer modularen Plattform von Diesel- und Elektrolokomotiven, die sowohl in Fahrgast- als auch Güterzugkonfigurationen ausgeliefert werden. Mehr als 1800 Lokomotiven dieser Familie wurden in ganz Europa verkauft und werden in mehr als 17 Ländern betrieben. Sehr interessant zu wissen. Die BR-185.2, Teil der Trax-2-Familie, ist bekannt für ihre deutlich hörbare Tonleiter, die sie spielt, wenn sie von 0 auf 16 km pro Stunde beschleunigt. Diese Lokomotive erbringt eine Leistung von 5600 kW, 7500 PS und hat eine betriebliche Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde. Das ist schon ordentlich.
Da hinten steht noch ein ICE1. Abgestellt. Wunderbar. So, wir müssen jetzt da vorne auf das Ausziehgleis und dann wahrscheinlich hier an den Zugverband kuppeln. Sehr, sehr schön. So. Störung. Die Güterwagen befinden sich hinter Ihnen. Wechseln Sie die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter. Stellen Sie dann die angezeigte Weiche mit Hilfe der Karte oder zu Fuß. Ah, okay. Wie kann man jetzt noch mal auf die Karte? Da. Wir sind da. Wo sind wir denn jetzt? Rangierstrecke. Gehe ich da mal zu Fuß hin? Irgendwie klappt das mit der Karte nicht. Ich sollte vielleicht vorher die Bremse anziehen. Machen wir das mal zu Fuß. Das haben wir ja auch schon gelernt, wie das funktioniert. Die Weichen sind korrekt gestellt und Sie können jetzt an die Güterwagen ankuppeln. Halten Sie an, sobald Ihre Lokomotive sanft die Wagen berührt. Beim Zurücksetzen der Lokomotive kann Ihnen die Außenansicht dabei helfen, hinter sich zu schauen. So, Tür zu. Aber, da wir ja am Rangieren sind, müssen wir auf beide Seiten weiß haben, oder? So, setzen wir uns mal hier rein. Komisch. Na egal, lassen wir das. Oder kann man das noch irgendwie... Ja, doch dann immer beide Seiten auf weiß.
Na egal, ich verstehe es nicht. Gut, dann wollen wir einfach mal loslegen, würde ich sagen. Wunderschöner Sound. Wunderschön. Ein bisschen müssen wir, glaube ich, noch. So zwischen 3 und 4 oder 5 km/h kann man eigentlich immer sauber an die Wagen ranfahren. Sie können die Außenkamera nutzen oder zu Fuß gehen, um an- oder abzukuppeln. Lassen Sie uns über die Außenkamera an den Zugverband ankuppeln. Ja. Ich stehe doch ein bisschen weit weg, oder? Kann das so niemals funktionieren. Na gut, vorwärts kommen wir nicht mehr, kuppeln wir halt an. Komisch. Ich bin ja noch viel zu weit weg, das kann doch nicht funktionieren, ja. So, ich hab doch gesagt, ich bin zu weit weg. Außenansicht. Hab ich doch. Wisst ihr was? Macht das anders.
Wechseln Sie zur Außenansicht. Ja, das habe ich getan. Aha. Kuppeln Sie jetzt die Lokomotive an die Güterwagen an. Habe ich schon. Gute Arbeit. Ändern Sie jetzt die Fahrtrichtung mit dem Richtungsschalter und bewegen Sie den Zug vorwärts auf das angezeigte Nebengleis. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Bremsen am gesamten Zug gelöst wurden. So, machen wir es so. Ja, ich habe die doch gerade gelöst. Komisch manchmal, wirklich komisch. So, da vorne sollen wir hin. Türfreigabe, Türfreigabe. Türfreigabe. Das war doch ein bisschen früh. Mann, 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 Mann. So, und jetzt? Jetzt sag nicht wegen 2 Meter. Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey.
Bitte, wegen 2 Meter. Sie können die Außenkamera nutzen oder zu Fuß gehen, um an- oder abzukuppeln. Teilen wir den Zugverband zu Fuß auf. Steigen Sie aus der Lokomotive aus. Einmal so, einmal so. Das beschließt dieses Trainingsmodul. Ja, wunderbar. Ja, Gold. Und ich habe nichts anderes erwartet. So, das war's mit diesem kleinen hübschen Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spitters.